Moin Moin, willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Legion TD2. Heute im Classic Mode. 4 gegen 4. Gigamerks wurde leider nicht genommen. Also spielen wir normal. Wir könnten die Burg nehmen und die machen wir auch. Ja, ich nehme fast immer die Burg, aber die Burg ist einfach gut. Ende. So, wir haben den Grawl. Wir könnten den nutzen, um den Schattentänzer zu bauen. Early Game. Wir könnten... Elementare sind stark. Die sind aber auch stark. Wir nehmen das so. Wir bauen den Grawl. Verkaufen den nächste Runde. Und gehen dann auf den Schattentänzer Runde 2. Man muss ja auch mal ein bisschen abwechseln. Jawohl, Double Grawl. Drüben ist Elementar und ein Metzger. Wollte wohl nochmal sicher gehen. Schattentänzer sind schon nice, genau wie die Schleime. Aber Seraphins sind kacke. Ich finde die ähnlich schlimm wie die Ratten. Was haben wir denn hier? Magier. Haben wir Mana-Regeneration? Nö. Aber wir haben Vampir. Vampir ist gut. Schattentänzer ist da können wir ruhig noch mehr Worker holen. Da passiert uns nichts. Eiersack. Ist das meiner? Nö. Bisschen was durchgekommen. Aber ja, 4 gegen 4 Classic Mode ist immer sehr entspannt, weil man da eigentlich nichts machen muss, so großartig. Ja, wir platzieren einfach so ein paar von den Kaulquappen. Obwohl es auch nicht unbedingt notwendig ist. Wir können dann in der Mitte den Grawl wieder platzieren zum Herr des Meeres, heißt er, glaube ich. Aufrüsten plus Vampir. Mega stark. Oh, die haben sich mega lange mit der Zottel gekloppt. Ja, ich halte das noch mit meinen Kloten. Eine Echse ist durchgekommen. Ich muss mal gucken. Metzger, Kettenfaust, naja. Alles nicht so das Wahre. Wir könnten tatsächlich die dorthin packen. Und können. Hier noch Kaulquappen für den Spit hinpacken, die wir dann zu den Teufelsfischen machen. So, als Tanks. Als billige kleine Tanks. Ja, diese Schattentänzer am Anfang sind halt übelst stark, weil die Klone magischen Schaden machen.
Oh, da haben wir aber einige durchgelassen. Drei Stück. Was ist hier? Ach, so eine Ratte noch. Da ist so eine versteckte Ratte. Ja, wir werden mal einen aufwerten. Locker reinholen. Gut, der Angler ist schon voll. Hydra ist halt auch mega stark, ne? Aber wir werten mal weiter ein bisschen den König auf. Das hat hier fast noch keiner gemacht. Drüben sind die da mehr dahinter. Was ist hier los? Nix. Ja, jetzt können wir einen Grow platzieren. Und die Schleime. Die können wir auch schon in den Split packen. Grow ist wahrscheinlich zu teuer. Ah ne, wir kriegen Bonus. Wir kriegen Bonusgeld durch den Autosend. Dann reicht's auch. Perfekt, Crawl ist drin. Können wir hier drumherum noch ein bisschen was aufbauen? Ja, vorne eine Yosora hin zum Beispiel. Kann ich noch Schattentänzer hinbauen? Ein oder zwei. Und eventuell dann die Königskralle. Und schleimen wir noch nach rechts. Können wir machen. Hört sich doch gut an. Klon kackt ab, neuer Klon kommt. Oh, vier durchgelassen, das tut weh. Man ist im Klassik-Mode, da muss ich mich dran erinnern, immer mehr Worker zu bauen. So, wir platzieren auf jeden Fall einen Schleim. Und noch einen Schleim. Und noch einen Schleim. Und fertig. Die werden schon gut blocken. Schattentänzer haut rein. Fertig. Oh, gut, dass ich den noch nicht zum Tank gemacht hatte. Dass der Dino noch schnell down geht. Oh, nur der Dino kam durch. Der hat verkackt. Das ist immer total unübersichtlich, wenn die ganzen Klone gespawnt sind. Ratten. Verdammte Ratten. Oh, nö. Schickst du auf mich? Ratten-Typ, nö. Sehr gut. So machen wir das. Schleim aufwerten, Archer hin. Fertig. Ja, ja, ja. Classic-Modus ist immer so entspannend. Da muss man nicht so viel nachdenken, weil die Sens kommen sowieso automatisch. Man kann sich zwar was aussuchen, was man schickt, wenn man es unbedingt will, aber das muss auch nicht sein.
Schon mal noch einen. Ich werde hier auf jeden Fall noch den platzieren, weil ich den zur Königsklaue mache. Königskralle. Noch ein Archer hin und gut. King Upgrades gehen voran. Ach, ich weiß sowieso nicht hier. Eigentlich ist egal, was man schickt, immer so, dass es so eine Mischung von allem dabei ist. Wäre sinnvoll. Magischer Schaden ist nicht unbedingt notwendig. Ja, so Aufprall-Stich-Kombo. Drei Hormons auf jeden Fall. So, werde ich dann gleich die eine. Einen Archer zur Daphne aufwerten. Mit den Boss auf der 10 gut down bekomme. Was ja auch immer sehr wichtig ist, dass man da die Kohle nicht verliert. Oh, zwei, wir können auch zwei upgraden. Naja, jedenfalls machen wir dann den Vampir. Ihn. Dann bin ich gut dabei. Wir können ihn mal transformieren. Weil den Fernkampfschaden, den er bringt, der ist zu vernachlässigen. Ja, noch Klon erschafft vorm Abkack, das ist sehr gut. Schade. Hätte mir lieber gefallen, wenn der rechts gegangen wäre. Aber ich habe es ja doch noch gut geschafft. Wir nehmen den Vampir logischerweise. Unheimlich wichtig. Ja, dann platzier den doch. Kannst du doch machen. Ah, nö, noch so einen Schleim hinstellen will ich jetzt nicht unbedingt. Dann haben wir lieber noch einen Archer hin. Ah, Vampir ist wirklich sehr gut. Das haben alle Vampir genommen. Oh, die haben auch schon gut Mana gesammelt. Und damit er hätte vielleicht so einer noch Sinn gemacht. Ah, wir holen Worker rein. Ohne Ende. Oh, einer geht noch. Der war alles so auf einem Haufen, so komprimiert. Der Pyro-Gott. Will dann offensichtlich noch Pyros hinstellen. Oh. Dann verkaufe ich lieber die Kaulquappe und hol mir die hin. So. 8 Bürger kann ich auf jeden Fall holen, die 4 von jetzt. Und von dem Send. Ja. Je nachdem, wie viel Kohle ich zusammenkriege.
Ja, reicht nicht mal für die anderen vier. Aber die haben ein bisschen was durchgelassen, da kann ich auf jeden Fall, kommt auf jeden Fall noch einer raus. Schicken einfach Echsen rein. Oh, gerade so nicht einer. Yusora. Das reicht eigentlich. So, jetzt haben wir 40 Worker. Man muss nicht immer an die Value-Grenze rangehen. Braucht man nicht immer unbedingt. Man kann auch einfach ein bisschen mehr Worker bauen. Gerade wenn man starke Einheiten hat. Ist das gar kein Problem. Er hat geblockt. Hat auch sein Pyro jetzt stehen. Der Pyro-Gott. Gucken wir einfach noch Worker, was geht. So, jetzt hört man die Schleime auf. Wir können ihn in die Mitte packen. Ne, hier würde ich ungern Schleime hinpacken noch. Weil ich diesen Vampir-Buff gut ausnutzen möchte. Indem ich da jetzt noch eine Yusora vielleicht hinpacke, auf beiden Seiten so. Ja. Das ist ein guter Plan. Oh, hat mir aber ordentlich geschickt. Alles Kanonenschützen. Da könnte ich tatsächlich ein paar Probleme kriegen. Aber sieht noch ganz gut aus. Ja, halte ich. Ganz entspannt. Ja, ich bin es halt gewohnt, na? Dass ich dicke Sens halten muss. So, da haben wir das voll und ganz ausgenutzt. Können wir noch ein paar Schleim hin platzieren? Die Kaukoppe hier ersetzen. Ja, wir schicken ja alles rein, was wir können. Zack. 920, Alter. Jetzt könnte ich tatsächlich verkacken, weil ich keinen magischen Schaden habe. Großartig. Außer die Kaulquappen. Da war es wichtig, dass ich hier den Wächter der Meere upgrade, damit die magischen Schaden besser blocken können. Sieht doch nach einem Hold aus. Richtig starker Hold. Wo habe ich mir eigentlich Sorgen gemacht? War alles unbegründet. Hm,
ja. Upgraden mal den noch. Jetzt kommt die Sense dann doch ein bisschen dick ran. Aber ich habe übelst gut Worker. Holy shit. Ich habe noch nicht einmal durchgelassen. 10k. Krasser Shit. Ich kann auch bald aufwerten. Ha, 440, lame. Wie sieht es eigentlich bei ihm aus? Okay, er hat ein dickes Ding und zwar den. Okay, den dicken Auerochsen. Stichschaden. Für die Frontline. Auf jeden Fall das. Wir könnten noch einen reinschicken. Weil der Aurox echt fett ist. Könnten trotzdem noch welche platzieren dahinter. Das ist an sich kein Problem. Die werden wir mal upgraden. Was schicke ich noch rein? Ihn hier. So. Ist zwei Hermits geschickt? Ja. Aber ist nicht so schlimm. Haufen Drachen. So, der war schnell down. Locker nachholen. Ja, den kriege ich durch. Sehr gut. Nur der Grüne hat gehalten. Ich habe auch 1000 geschickt bekommen. Das ist schon krass. Holy shit. Die werden aufgewertet. Wir machen hier ihn raus. Den müssen wir noch aufwerten, aber jetzt nicht. Einen davon können wir noch platzieren und dann mache ich hier noch einen Schleim hin. Holy shit, das war wirklich gut. Die sind fast tot. Das muss ich mal überlegen, die sind fast tot und das ist noch nicht mal die Endwave. Wir haben auch alle mitgeholfen, alle gut reingeschickt. Einfach noch einen Kraken mitgebracht. Mega viele Drachen und Kanonenschützen. Ah, kacke, eine Blume jetzt. Jetzt noch eine Blume. Wir nehmen das Tor. Nimm das Tor noch mit. Worker aufbauen.
Und dann gibt es keine Urlocker mehr. Tore. Ganz wichtig. Upgrade. Ende. So, ich liege ein kleines bisschen zurück, 230. Aber das ist gar nicht schlimm. Schicken einfach ein bisschen was mit. 1440, ey. Holy shit. Ich habe 1480 rausgeschickt. Es wird ganz komisch angezeigt. Manchmal ist das so ein bisschen verschoben, dass die nächste Wave einfach schon angezeigt wird, obwohl es doch die davor ist. Der kämpft noch. Aber jetzt ist erst er dran. Ja, aber ich habe eine richtig gute Einheit mal wieder. So großartig viel muss ich gar nicht aufbauen. Ich hole mir einfach noch Tore. Oder kann ich ihn jetzt noch verbessern und gut. Alter, 160 Worker. Der Lila hat 190. Der 20.000. Holy shit. Wo ist er denn? Ganz rechts. Ja, Alter, das war aber eine gute Variante hier. Den Batscher einzustellen mit nochmal Vampirismus. Krass, shit. Hat wirklich krass gebaut. Jetzt nochmal 840 gekriegt. Alles Drachen. Da sind ganz viele Bäume. Aber ja, es ist schließlich das Classic Game. Da hat jeder viele fette Einheiten. Alter, ich hab 2500. Holy crap. Der hat aber auch APS in der Mitte. Vampirismus und hat den hartesten Vampirismus gegeben. Krasser Shit. Aber die haben alle. So, er hat APS und er hat die Metzger. Ich hab die. Holy shit, ey. Das wird eine Bombe. Auf jeden Fall die. Was am meisten Stichschaden ist wichtig. Stichschaden ist extrem wichtig. Magischer Schaden gar nicht so sehr. Schick mal jemanden 6 Stichler raus. Holy shit. So, die werden mal auf. Zentaur rein. 300. Da haben wir noch einen Ogre rein. Und dann machen wir noch eine Kanonierin. Die geht noch mit raus.
4320 habe ich bekommen. Holy shit. Am meisten von allen. Der eine hat gar nicht gesendet. 3820 habe ich ihm geschickt. Holy shit. Guckt euch das an. Guckt euch das an. Ich bin down. Der Send war aber auch brutal. So, jetzt bin ich raus. Zum ersten Mal. 4300, Alter. 2 haben gehalten. Das war's. Victory. Ich habe wirklich gut alles gehalten, muss ich sagen. Bin ich echt überzeugt von mir, dass ich es kann. Das war eine weitere Runde von Leech TD2. 4 gegen 4 Classic Mode. Schaut doch gerne bei den anderen Videos mit rein. Hier mit Amo und Lukas zusammen. Bis dahin, lasst gerne ein Abo da. Einen entspannten Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.